Es ist der verwegenste Bau aller Zeiten. Der Burj Khalifa ist mit 828 Metern das höchste Bauwerk der Erde. Er muss gewaltige Windlasten aushalten. Und in ihm steckt richtig viel Sand. Doch am Anfang steht erst einmal nur ein Plan. Damit er Wirklichkeit werden kann, brauchen die Ingenieure ein besonders haltbares Fundament. 650 dünne Betonpfähle und weitere 200 dicke Pfähle reichen bis zu 50 Meter tief in den Untergrund. Sandverbrauch 22.500 Kubikmeter. Darauf bauen sie eine Bodenplatte. Sandverbrauch bis dahin 29.000 Kubikmeter. Die Spitze wollen sie aus Stahlträgern bauen. Den größten Teil des Turms aber aus Beton. Beton können sie pumpen, das ist eigentlich Routine. Aber bis auf 600 Meter hat noch kein Mensch Beton gepumpt. Es ist ungewiss, ob das überhaupt möglich ist. Es geht nur mit einem sehr hohen Druck. Dafür bestellen sie ganz spezielle Betonpumpen, made in Germany. Außerdem müssen sie dafür extra ein Leitungssystem entwickeln. Bei Außentemperaturen von bis zu 50 Grad Celsius betonieren sie vor allem nachts. Am Tag würde der Beton zu schnell fest und die Rohrleitungen könnten verstopfen. Der übliche hochfeste Beton fließt zu schlecht. Den bekämen die Ingenieure nie so hoch gepumpt. Sie müssen lange an einer Rezeptur tüfteln, die funktioniert. Dabei spielt der richtige Sand die entscheidende Rolle. Irgendein seltener Spezialsand kommt nicht in Frage, denn sie brauchen sehr viel davon. Dünensand gibt es genug. Aber dieser Sand ist extrem fein. Damit Beton zu machen, ist ein Problem. Man müsste sehr viel Wasser zusetzen. Und wenn der Beton trocknet, würden sich feine Risse bilden. Die ideale Mischung ist am Ende rund ein Drittel Dünensand und zwei Drittel gewaschener Sand, der aus Flüssen stammt. Trotz der gewaltigen Mengen bekommen sie den Betonnachschub in den Griff. Und die Betonpumpen bewältigen die Höhe. Monat für Monat arbeiten sie sich weiter nach oben. Der 600 Meter hohe Rohbau steht. Sandverbrauch bis dahin 256.000 Kubikmeter. Den Rest bauen die Ingenieure aus Stahl. Es folgt die Fassade aus einem speziellen Wärmeschutzglas, übrigens auch made in Germany. Ihr Glas würde 12 Fußballfelder bedecken. Und beim Glas spielt auch wieder Sand eine Rolle, geschmolzen bei über 1400 Grad Celsius. Berechnet man auch noch den Sandverbrauch für Glas mit ein, stecken im Burj Khalifa insgesamt 257.000 Kubikmeter. Am 4. Januar 2010 wird das Bauwerk eingeweiht. Ein Einzimmer-Apartment kostet 55.000 Dollar Miete im Jahr. Das Gebäude funktioniert nur mit sehr viel Technik. Der Strom dafür wird übrigens auf die Mieter umgelegt. Noch einmal 25.000 Dollar jährlich. Vor allem für Fahrstühle und Klimatisierung. In dem Turm steckt aber nicht nur viel Technik, sondern eben auch sehr, sehr viel Sand. Es ist der kleinste der sogenannten Tigerstaaten. Singapur ist eines der reichsten Länder der Welt. Der Stadtstaat wächst und wächst. Seit dem Jahr 1960 stieg die Einwohnerzahl von 2 auf 5 Millionen Menschen. Sie brauchen Wohnungen, Büros und Straßen. Singapurs Platz ist begrenzt. Der Stadtstaat ist kleiner als Hamburg und überall vom Meer umgeben. Der Tiger Singapur hat deshalb großen Hunger auf Sand. Denn Singapur wächst ins Meer hinein. Aus vielen kleinen Inseln wurden wenige große. Landgewinnung und Bauboom verschlingen Unmengen Sand, über 14 Millionen Tonnen pro Jahr.
Schon die Briten, die frühere Kolonialmacht, trugen die Sandhügel der Stadt ab und verfrachteten sie ins Meer. Heute muss der Tiger deshalb Sand importieren. Das freut nicht alle Nachbarn. Singapur habe Erfolg auf Kosten der Nachbarstaaten, so der Vorwurf. Schon im Jahr 1997 verbietet Malaysia Sandexporte in den Inselstaat. Fortan stillt Singapur seinen Sandhunger vorwiegend in Indonesien. Doch auch dort regt sich Widerstand. Naturschützer beklagen Umweltschäden. Der massive Sandabbau schädigt die Fischerei. Im Jahr 2007 folgt Indonesien Malaysias Beispiel und verbietet den Sandexport nach Singapur. Dort verdreifachen sich über Nacht die Preise für Sand und Kies. Aber Singapurs Sandhunger ist nicht gestillt. Kambodscha wird zum Top-Lieferanten. Doch 2009 stoppt das Land den Sandexport per Gesetz. In Vietnam versiebenfachen sich prompt die Sandpreise. Auch in Thailand fordern Umweltschützer einen Exportbann. Ebenso in Bangladesch. Für Singapur wird es immer schwerer, seinen Sandhunger zu stillen. Denn der Stadtstaat ist nicht das einzige Land mit einem Riesenappetit auf Sand. Überall in Asien zieht es Menschen in die Städte. Von Indien bis China gibt es über 100 Millionen Städte. Überall wird gebaut, schießen Wolkenkratzer aus dem Boden. Der Kampf um den Sand könnte gerade erst begonnen haben. Über 50 Millionen Tonnen Bauschutt fallen allein in Deutschland an, pro Jahr. Ein Großteil des Schutts, Beton und damit auch Sand. Früher landete das meiste auf dem Müll. Inzwischen werden 4/5 des Bauschutts wiederverwendet. Vor allem als Unterbau von Straßen. Echtes Recycling, Beton aus Beton zu gewinnen, machte lange Zeit Probleme. Guter Beton braucht Sand und Steine ohne Verunreinigungen. Bauschutt ist aber ein Gemisch vieler Stoffe. Reine Stein und Sand wiederzugewinnen ist schwer. Recycling-Experten wollen dieses Problem lösen. Sie arbeiten am Recycling-Beton. Das Prinzip dabei: Altbeton immer weiter aufbrechen. Magnete und Siebe entfernen Stahl und andere Fremdstoffe. Sand und Steine werden gewaschen und nach Größe sortiert. Für den im Beton enthaltenen Kies funktioniert das schon sehr gut. Beton besteht aus Wasser, Steinen, Sand und Zement. Was liegt näher, als zu sagen, man ersetzt die Steine durch ein aufbereitetes Material, Bauschuttmaterial, wo ja letztendlich auch schon mal die Steine verarbeitet wurden. Dass der so gewonnene Kies frischen Steinen aus dem Tagebau in nichts nachsteht, müssen Tests beweisen. Der Recyclingbeton wird zu Quadern gegossen. Die kommen in eine Presse. Der Druck wird so lange erhöht, bis der Quader platzt. Der Recyclingbeton besteht den Test. Er widersteht den gleichen Kräften wie herkömmlicher Beton. Wir hoffen dadurch, dass zumindest in den großen Ballungsgebieten erreicht wird, dass ein Teil des Bauschuttmaterials, des Abbruchmaterials aufbereitet werden kann und wieder zurück in den Hochbau geführt werden kann. Erste Häuser, bei denen Recyclingbeton eingesetzt wurde, stehen bereits. Allerdings hat die Sache noch einen Haken. Beim Zerkleinern des Bauschutts fällt zwar auch Sand an, aber der darf nicht zu Beton verarbeitet werden. Dieser Sand ist zu verunreinigt.
feinen, reinen Sand zu recyceln, ist wesentlich schwerer als gröbere Steine. Doch auch das soll sich in Zukunft ändern. Das ist das nächste Projekt der Recyclingforscher. Ha! Erwischt! Wer die Endcard schaut, muss auch abonnieren. Es lohnt sich auch, denn hier gibt es regelmäßig neue Videos. Und ich habe so das Gefühl, die sind was für euch. Also, tut, was ihr nicht lassen könnt.